Sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Berichterstatter, lassen Sie mir zu Beginn einmal ein recht herzliches Willkommen auf die Galerie aussprechen, den Damen und Herren der Bürgerinitiative Pro Wilhelminenberg 2030. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier zu uns gekommen sind ins Wiener Rathaus, dass Sie dieser Diskussion beiwohnen, auch wenn es vermutlich ein trauriger Anlass sein wird, weil die anlassgegebene Wunschwidmung wahrscheinlich beschlossen werden wird. Ich möchte mich aber bei Ihnen heute sehr, sehr herzlich für Ihr Engagement bedanken. Sie sind es nämlich, die das gemacht haben, was in einer Demokratie wichtig ist, nämlich sich eingebracht haben, mitgemacht haben und viele Themen aufgezeigt haben. Demokratie lebt von Menschen wie Ihnen, Demokratie lebt von Menschen, die sich an der Diskussion beteiligen. Und noch einmal meinen tiefen Respekt und mein Danke für Ihr Engagement. Sie haben auch sehr zu Recht aufgezeigt in Ihren Aktivitäten, dass es tiefgreifende rechtliche Bedenken gibt beim vorliegenden Projekt und das verfahrensrechtliche Gutachten aktuell hier nicht eingebunden oder eingearbeitet wurden, deren Erkenntnisse im Rotdruck auch nicht berücksichtigt worden sind. Aber Sie haben was geschafft, was ich als jemand, der das auch oft schon probiert hat und oft schon auch gemacht hat, nämlich auf der Straße stehen und für Themen eingestanden ist. Sie haben etwas gemacht, was ich als unglaublich empfinde, nämlich die Unterstützung von 6.000 Bürgerinnen und Bürgern erreicht, die 1.200 Stellungnahmen zum vorliegenden Projekt abgegeben haben. Und das finde ich, ich wiederhole mich heute sehr oft, sehr großartig, dass Sie das gemacht haben. Und ja, damit haben Sie auch eines aufgezeigt, nämlich dass es in diesem Projekt, in diesem vorliegenden Projekt, keinen umfassenden Dialog mit den Menschen gegeben hat. Das ist das, was Sie in die Diskussion gesendet haben, eine sehr klare Botschaft, die ich verstanden habe. Ja, die Anliegen und die Interessen von 6.000 Anrainerinnen und Anrainern, die wurden nicht berücksichtigt. Bei den abgehaltenen Gesprächen, es ist darauf verwiesen worden, ging es immer nur um Informationen, aber um keinen Dialog. Bei 3 von 4 Gesprächen mit Ihnen war der Herr Bezirksvorsteher anwesend. Es waren noch keine Gemeinderäte dabei in Regierungsfraktionen anwesend. Als weiteres Beispiel, welchen Stellenwert hier das Thema Beteiligung hat, möchte ich nur nennen. November 2017 gab es eine große Informationsveranstaltung. Da wurden signifikante Redimensionierungen in diesem Projekt gefordert. Aus dieser Veranstaltung, so höre ich, wurde kein einziger Input aufgenommen, in die Bebauungspläne eingearbeitet, sondern das ganze Projekt unverändert 1:1 zur Begutachtung ausgesendet. Und dann möchte ich noch auf das Thema ab eingehen, die Kollegin Olischer hat es auch schon erwähnt, die Ablehnung einer Bürgerinnenversammlung. Der Herr Bezirksvorsteher, wir haben es auch schon gehört, versteckt sich hier in einem Rechtsgutachten. Ja, gut, aber ich frage mich schon, was soll denn das sein? Politiker, die sich vor Menschen hinter Rechtsgutachten verstecken? Das ist zumindest nicht meine Vorstellung, wie es in einer Stadt wie Wien funktionieren sollte. Apropos Dialog im Bezirk. Sie waren ja beim Herrn Bezirksvorsteher. 6 Monate hat es gebraucht, bis Sie den Termin bekommen haben. Naja, die Folgetermine, die haben auch nicht weiter stattgefunden. Das finde ich auch sehr bezeichnend und spricht auch nicht dafür, was wir hier für ein Verständnis von Beteiligung haben. Sie wissen es, wir werden heute hier nicht zustimmen. Wir sprechen uns dafür aus, dass das vorliegende Poststück auch tatsächlich von der Tagesordnung genommen wird. Und ich möchte abschließen damit, dass aktive Bürgerinnenbeteiligung sich nicht auf Information beschränken darf. Es muss frühzeitig sein, es muss transparent sein und es muss eine ehrlich gestaltete Diskussion sein. Echte Bürgerbeteiligung bedeutet auf Augenhöhe miteinander reden und nicht über Menschen drüber fahren. Und ja, wir haben es auch schon gehört, es kann nicht sein, dass in dieser Stadt Anlasswidmungen und auf Wunsch vorgenommen werden. Danke.